Grüezi, Silvan. Grüezi. Na, jetzt öfters hier? Ja. Schön, dass du da bist. Wie gut ist dein Hochdeutsch überhaupt? Sollte gut sein. In einem Satz, wie geil, bitte, war die EM für euch? Die war hammer, mega, obergeil und beinahe wäre sie noch weitergegangen. Was war das emotionalste Spiel? Ja, natürlich das Frankreich-Spiel, als wir nach 3-1 hinten lagen und dann das noch drehen konnten. War ein unglaubliches Gefühl. Wieso hast du keinen Elfer geschossen? Ich wurde ausgewechselt. Jetzt erstmal Urlaub? Jetzt habe ich noch ein bisschen Urlaub. Wohin geht's? Wir wollen nach Ibiza fliegen. Basel liegt ja auch am Rhein. Ist das ein großer Pluspunkt für Mainz gewesen? Nee, aber Mainz hat andere Pluspunkte. Warst du schon mal in Mainz? Nee. Was hat Fabi Frey dir über die Stadt gesagt? Er hat gesagt, dass ich mich super wohlfühlen werde, dass die Stadt ähnlich wie Basel sei von der Größe und eben, dass sie auch am Rhein liegt. Und er hat sich riesig gefreut. Und was hat er so über uns erzählt? Hat viel Gutes erzählt, aber ja, er war ja vor 4 Jahren hier. Es gab einige neue Positionierungen im Verein. Er kennt nicht mehr allzu viele Leute hier. An was denkst du, wenn ich Fastnacht sage? Ein Mitspieler in der Nazi, der heißt auch Fasnacht. Sonst habe ich gehört, dass in Mainz die Fasnacht natürlich einen hohen Stellenwert hat. Wie auch in Basel übrigens, wie auch in Venedig. Ich habe in Udinese gespielt, das ist in der Nähe von Venedig, also das passt alles zusammen. Vielleicht eine Nummer größer als in Basel. Hast du Vorfreude oder Angst vor dem Kulturschock? Nee, Vorfreude. Hast du schon eine Kostümidee? Nee, muss ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen. Hast du dir schon einen Einstand hier überlegt? Nee, kommt drauf an, was hier so üblich ist. Kannst du singen? Wenn es sein muss. Welches Wort auf Schweizerdeutsch müssen wir unbedingt lernen? Ich hatte vorhin ein interessantes Gespräch. Barrage kennt ihr nicht. Das ist so eine Art wie Relegation. In der Schweiz sagen wir Barrage. Welches Vorurteil gibt es über die Schweiz? Dass sie überpünktlich sind. Und stimmt das? Stimmt. Welche Rückennummer wirst du tragen? Die 30. Warum? In der Nationalmannschaft hatte ich mit der 3 ein super Turnier an der Europameisterschaft und aus 3 wurde jetzt 30. Kennst du außer Eddie noch jemanden aus der Mannschaft? Persönlich nicht. Was erwartest du von der Bundesliga? Ja, es ist eine der besten Liga der Welt. Ich erwarte, dass ich Woche für Woche extrem gefordert werde und zusammen mit meinen neuen Teamkameraden alles für diese Farben geben werde. Auf welches Stadion freust du dich am meisten? Auf das Mainzer Stadion. Und sonst? Sonst freue ich mich. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ich habe gehört in Dortmund, in Frankfurt und ja, dort soll die Stimmung überragend sein und darauf freue ich mich ebenfalls. Was ist deine zweitliebste Sportart nach Fußball? Ich spiele Golf. Und was kannst du so überhaupt nicht? Golf. Hast du einen Spitznamen? Die meisten Freunde nennen mich Sila. Wo kommt das her? Das weiß ich nicht, aber es begleitet mich seit meiner Kindheit. Was war bislang dein coolstes Geburtstagsgeschenk, was du bekommen hast? Meistens sind es doch die kleinen Dinge, die man nicht erwartet, aber ich habe jetzt gerade kein klares Bild im Kopf. Welches Haustier ist dein Favorit? Wir haben einen Hund, daher mein Hund. Was ist deine schlechteste Eigenschaft? Ich bin immer... Wie soll ich das erklären? Ich sehe immer das Positive im Menschen und es gibt leider auch Leute, die das ein bisschen ausnutzen wollen. Und was ist deine beste Eigenschaft? Ich bin Schweizer, ich bin gerne pünktlich. Silvan, wie schaust du, wenn du dein erstes Tor für Mainz 05 schießt? Irgendwie so. Danke Silvan, schön, dass du da bist. Danke euch.